Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer neunten Coding Challenge und zwar der Lösung dazu. Heute mit eben wieder mal dem Two-Sum-Problem und zwar dem Two-Sum-Closest-Problem. Das heißt, wir suchen die beiden Zahlen, die in der Summe diese Zahl ergeben und die möglichst nahe beieinander sind. Es kann natürlich immer mehrere Lösungen geben und ihr seht, besonders in diesem Fall hier habe ich die Lösungsliste mal deutlich in die Länge gestreckt, damit auch sowas eher mal vorkommt. Und ja, das wollen wir uns heute mal angucken, wie wir das lösen können. Wir benutzen einfach die Lösung 7 hierzu und dieses Benchmark von 8 lasse ich mal weg. Wir benutzen im Endeffekt erstmal Lösung 7 dazu, weil das zumindest den Grundstein legt. In der siebten Coding Challenge ging es um das Two-Sum-Problem und ja, im Endeffekt ist das ja sehr ähnlich. Wir wollen hier allerdings Benchmark von 9 reinschreiben. Und wir passen das hier mal ganz kurz an, das heißt, wir solven hier 9, wir wollen natürlich die Challenge 9, Solution 9, Benchmark 9, habe ich was vergessen? Hier glaube ich nicht. Dann haben wir hier Solution 9, Code, Challenges 9, Solve 9 und ja, das ist soweit okay. Jetzt, was müssen wir hier machen? Das hier löst das Two-Sum-Problem zwar nicht besonders elegant, aber es löst es. Und wir können jetzt hier, achso, wir müssen hier vielleicht noch angeben, wie viele. Und wir können jetzt hier einfach mal gucken, wie wir das umbasteln können, sodass es nicht nur das Two-Sum-Problem, sondern das Two-Sum-Closest-Problem löst. Und das ist eigentlich relativ simpel. Wir nehmen als allererstes mal hier eine Variable, die nennen wir Distance. Ist gleich sys, habe ich noch nicht importiert, ne? Okay, wir brauchen sys in dem Fall, beziehungsweise ich möchte sys verwenden. Ihr könnt natürlich alles Mögliche benutzen. Ihr könnt auch die Länge der Liste plus 1 im Endeffekt machen. Das würde genauso funktionieren. Ich nehme hier aber ganz gerne mal max size. Und ja, das gibt uns an, was die geringste Distanz aktuell ist. Wenn wir noch keine Lösung gefunden haben, ist hier natürlich sys.max size die Distanz, weil wir überhaupt noch keine Lösung haben. Und jetzt wollen wir das Ganze sozusagen so basteln, dass wir immer die Lösung nehmen, die die kleinste Distanz hat. Sprich, wir suchen ein Minimum und lösen gleichzeitig das Two-Sum-Problem. Und das ist eigentlich auch nicht wirklich besonders schwer. Das heißt, bis hier haben wir erstmal geguckt, ist das denn überhaupt eine Lösung für unser Two-Sum-Problem? Und hier sind wir im Fall, ja, es ist eine Lösung. Das heißt, wir sagen hier, wenn die Distanz die kleinere ist, also die kleinste, die wir bisher haben, und dazu verwenden wir zwingend den Abs, das heißt, die mathematische, ja, wir lassen im Endeffekt das Vorzeichen weg, wenn wir eine Subtraktion machen. Liste.index von i minus Liste.index von j. Muss ich ganz kurz gucken, weil ich ja gerade eben das kopiert habe und nicht mehr wusste, wie meine Variablen hießen. Wenn das kleiner ist als Distance, dann haben wir hier auch eine richtige Lösung. So, warum benutze ich jetzt hier Abs? Ganz einfach, nehmen wir an, unser i führt zu einer Distanz oder führt zu einem Punkt 92 in der Liste und Index von j führt zu 503 in der Liste. Dann haben wir hier minus, keine Ahnung, minus 400 ungefähr, ja? Und minus 400 ist keine Distanz. Distanzen sind immer positiv. Mindestens 0, wenn es direkt dasselbe Element ist. Aber immer größer gleich 0. Das heißt, wir müssen hier sagen, wenn es minus 400 ist, naja, dann drehen wir die beiden halt einfach um. Das heißt, wir rechnen 503 minus, keine Ahnung, irgendwas mit 90, habe ich gesagt. Das heißt, wir haben hier plus 400. Und dann haben wir wieder eine Distanz, wenn auch eine ziemlich große. So. Und dann haben wir offensichtlich hier eine momentane beste Lösung gefunden und definieren jetzt unsere Distanz wieder mal auf, und das könnte man eigentlich deutlich intelligenter lösen hier, indem wir das auslagern, dist ist gleich das da. Und dann sagen wir hier dist, wenn das kleiner ist als Distanz, dann setzen wir unsere Distanz auf dist. Und ja, genau, so sparen wir uns einmal die Berechnung von eben dem hier und das braucht nämlich noch einmal eine Index und hier eine Index. Deswegen sparen wir uns hier eigentlich auch schon recht viel Laufzeit, weil wir hier das hier nur einmal berechnen müssen und in eine Variable zwischenspeichern. Gut, und ja, warum funktioniert das jetzt, so wie wir es jetzt haben? Warum macht das nicht irgendwie blöde Zicken oder sowas? Ganz einfach, wir haben am Anfang die maximalste Distanz, die unser System überhaupt nur verträgt. Das heißt, alles, jede Lösung ist kleiner als diese Distanz. Sprich, wenn eine Lösung gefunden ist, ist das hier auf jeden Fall schon mal kleiner als Distanz. Und deswegen dürfen wir hier übrigens auch nicht Negatives verwenden, denn
Wenn wir hier jetzt minus 400 haben, ist die eigentliche Distanz 400, was ja ziemlich hoch ist. Aber minus 400 ist halt immer noch kleiner als 2. Und 2 wäre eigentlich hier das Optimum, was man wahrscheinlich kriegen könnte, so circa. Deswegen immer hier das Positive nehmen. Dann überprüfen wir, ob diese Distanz eben kleiner ist als die Distanz, die gegeben ist, was am Anfang sys.maxSize ist. Und dann berechnen wir unsere Lösung, die wir hier eben, also die Indizes von unserer Lösung. Und ja, man könnte das hier auch noch ein bisschen optimieren, aber das braucht fast keine Zeit. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so. Und damit haben wir es eigentlich auch schon. Und ja, das ist eigentlich auch schon so ziemlich die beste Lösung vorerst mal. Ich glaube, man könnte es auch noch hier über diese Variante machen. Sprich, man geht wieder von links nach rechts und sortiert das Ding vorher. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das in dem Fall wirklich schneller wäre. Wobei doch, es könnte sein, dass es schneller ist. Wahrscheinlich ist es ein bisschen schneller. Das heißt, ihr könnt als Übung ganz gerne mal unseren Ansatz von ForSum auf ToSum bzw. hier ToSum Closest rüber portieren sozusagen. Könnt ihr gerne mal machen. Und ich nehme an, dass ihr da auch wahrscheinlich was Sinnvolles habt. So, ich lasse das jetzt gerade mal 1000 Mal laufen, was eigentlich nicht so lange gehen soll. Das ist ja nur ein ToSum-Problem, kein ForSum-Problem. Das hat letztes Mal sehr, sehr lange gedauert. Aber ich pausiere euch trotzdem mal währenddessen und ja, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, und wir sehen, es hat immer geklappt. Also nicht einmal das Error gekommen ist, zumindest soweit ich das gesehen habe. Und wir brauchen 0,0138 Sekunden, was ja wirklich ganz schön schnell ist, wenn wir das mit anderen Dingen vergleichen, die wir schon hatten. Super cool. Ja, falls ihr irgendwie eine andere Lösung habt, beziehungsweise unsere ForSum-Lösung darauf portiert habt, dann dürft ihr das natürlich sehr, sehr gerne posten wieder mal in die Kommentare oder sonst wohin. Reddit oder, keine Ahnung, Discord oder sonst wo. Und ja, ich glaube, das war's sogar schon wieder für heute. Ich danke euch wieder mal, dass ihr mitgemacht habt. Das war wieder mal eine super Challenge, glaube ich. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.